Jo, ein neuer Tag für mich. Es ist Sonntag. Ich weiß nicht, wann ihr das gucken werdet, aber genau, es geht weiter mit Folge 22, bin ich glaube ich. Und in der letzten Folge war ja hier das Salzwasser, die Salzwasserverarbeitung im Fokus. Und in dieser Folge möchte ich mich um zwei Sachen kümmern. Zum einen müssen wir hier das Research Lab auf dem Research Lab 3 updaten. Genau, und das 3er braucht Lab Equipment 2, was ein bisschen verwirrend ist. Und für Lab Equipment 2 brauchen wir Nitrogen. Liquid Nitrogen. Und das haben wir noch nicht. Und das können wir aber in, weiß nicht unter welchem Ding das ist, genau hier im Chemical Plant machen, aus Steel, was wir oben auf der Map haben, also was heißt oben, also hier hinten. Hier machen wir schon unseren Steel. Und wir brauchen Nitrogen. Und Nitrogen ist genau das, was wir hier aus dem Air Separator kriegen. Ich weiß gar nicht, warum der gerade nicht läuft. Der sollte eigentlich laufen, weil sonst können die Jungs hier auch gar nichts machen. Und der hier produziert Nitrogen 36, die wir aktuell einfach in den Smokestack hauen. Was wir aber gar nicht brauchen, wenn wir hier diese Teile einmal hinbauen würden. Die auch nicht so weit weg haben, glaube ich. So, wir brauchen einmal Stiel. Wir brauchen unser Nitrogen, was hier reingeht. Das ist eigentlich diese Pipe, die hier in den Smokestack geht. Und wenn die das hier nicht mehr verarbeiten können, dann soll es in den Smokestack gehen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich noch einen Pipe Balancer mit reinhauen, der das Ganze erstmal annimmt. Was sind das für Pipes? Das sind normale, reichen die überhaupt? Weiß ich nicht, für den Überlauf auf jeden Fall. Genau, und das ist es eigentlich schon. Dann können wir das hier noch einmal storen. Das ist komischerweise irgendwie unter dem Unit Storage, wo ich eigentlich gedacht habe, das wäre eine Flüssigkeit. Theoretisch kann man es auch komplett dran machen, aber vielleicht will ich irgendwann nochmal an die andere Pipe. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas machen oder whatever. So, und hier bitte einmal nichts rein importieren, aber ja, gerne leer halten. Rezepte sind ausgewählt.
Ja, was wir dafür auf jeden Fall brauchen, sind neue Leute. Deswegen würde ich einmal den Boost hier anmachen. Und das Schiff losschicken. Und nach neuen Leuten Ausschau halten. Genau, und dann können wir das Zeug hiermit, ist dann auch weg, können wir das Zeug hier anliefern. Das hier rein speisen. Dann hätten wir hier Nitrogen und das müsste ich eigentlich noch irgendwie in den Storage laufen lassen. Hier wird es schwierig mit dem Storage, das heißt, wir müssen einmal das Research Lab verschieben. So, ich weiß nicht, ob ich noch mal an den Rubber hier eventuell ran muss. Könnte ich das so? So könnte ich das. Dafür ist ja nicht die Rampe noch gut, wenn man eh nicht hier durchfahren kann. Man konnte da früher mal durchfahren, bevor diese Dinger hier gebaut wurden. Jetzt kann man es nicht mehr. Man kann eigentlich auch die Rampe weg. Ist eigentlich schade. Das war eigentlich noch ein cooler Weg. Gibt uns aber auch irgendwie wieder ein bisschen Platz. Also Research Lab 3. Das sind doch U-Shape, ne? Genau. Falsch, wieso? Und mache ich da so einen Quatsch? So, damit könnten wir das Research Lab betreiben. Und dann dürfen wir auch hier in der nächsten Reihe weiter forschen. Ich würde gerne hier nochmal gucken. Es gibt hier irgendwie eine Seawater Pump und eine Seawater Pump Tall, was ich ein bisschen verwirrt, weil die genau das gleiche machen. Ich weiß nicht, ob die nur irgendwie für, wenn das Zeug einfach höher liegt, also ja, keine Ahnung, das ist so wie hier, vielleicht ist das zu hoch. Was haben wir hier für eine Höhe? 2, also keine Ahnung, vielleicht muss eine normale irgendwie auf 1 oder 0 und eine Tall kann dann, was weiß ich, bis 5 hoch oder whatever. Aber was ich hier interessant finde, ist einmal der Thermal Desalinator. Desalinator, ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und da können wir aus Seawater auch Wasser machen, wie wir es mit der Kohle machen. Aber wir müssen keine Kohle mehr verwenden, die ja eh knapp ist. Sondern wir können irgendwie mit Steam arbeiten. Und kriegen zusätzlich Brine, aber das haben wir glaube ich jetzt auch schon. Daher würde ich das mal in die Queue legen. Und
Die andere Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht, ist hier diese Mining Operation. Habe so das Gefühl, dass das kurz oder lang hier alles einstürzen wird. Und deswegen möchte ich unbedingt von dieser Kohle da zumindest teilweise wegkommen. Und möchte mir dafür einen Contract aufmachen. Könnt ihr hier auf der Map den hier Zement liefern und Kohle bekommen. Und das würde ich mal hier machen wollen. So, Zement ist auf jeden Fall ein Unit. Aber Kohle ist loose. Das heißt, wir brauchen, glaube ich. Oh, warte mal, eins. Ach, hier kommt der Tank an, genau. Das ist schon richtig so. Vielleicht kümmerst du dich erstmal um diese Ecke da. Das war ein bisschen viel. Oh, ich muss den Air Separator unbedingt anmachen. Müsste hier eigentlich gleich was ankommen, ja. Die Pipe ist ja nicht ausgelastet, dann müssen die eigentlich locker ausreichen. Aber ich glaube, weil wir jetzt das Rote nicht verbrauchen, weil die hier pausiert sind, läuft das ein bisschen im Ungleichgewicht. Ah, jetzt haben wir auch genug Worker. Eine gerade Kante. Ah, jetzt ist er fertig, okay. So, wenn ich mir mal den Contract angucke. Wir müssen 135 liefern und müssen kriegen 540 wieder. Das heißt, dass es keinen Sinn macht, hier die Module 2-2 aufzuteilen, sondern ich glaube, ich brauche ein Unit-Module, wo der Zement reinkommt und dann drei Stück für Loose, wo wiederum
das andere Zeug reinkommt. Radar System 2 und 15 Leute. Hooray. Die Leute brauchen wir auf jeden Fall gleich hier, wenn das hier gebaut ist. Aber das Schiff braucht welche. Diese Teile brauchen alleine 20. Nee. Warte mal. Ah, interessant. Loose Module braucht 5 und er nur 4. Genau, assign a contract. Wir wollen Kohle haben. So, der einzige, den wir irgendwie establishen können. Perfekt. So. Dann brauchen wir einmal ein Fluid Storage, um das Schiff dauerhaft mit Öl zu versorgen. Truck Import off, das dürft ihr gerne hier den Diesel reinbringen. Und dann brauchen wir ein Loose Storage. Dinger verwirren mich hier. Hui. What the fuck? Ich ziehe die Maus noch ein bisschen. Der tickt total aus. Ich will da mal nicht so viele bauen, weil ich habe gesehen, wir kommen hier in Kürze an diese Loose Storage Large und die sind, glaube ich, von der Fläche hier etwas größer. Dann könnte ich hier wirklich so ein großes Large-Ding hinpacken. Weil ich will das zumindest mal von den Pipes hier irgendwie vernünftig testen, ob wir das so gut legen können. Das sind ja U-Shape. Mal mit dem ersten direkt da reingehen. Würde ich hier so einen Balancer hinpacken. Meine Idee ist, dass ich irgendwie drei einigermaßen auf... Ja, weiß ich noch gar nicht, ob ich das brauche. Dann gehen die beide dahin. Der geht dahin. Theoretisch kann ich jetzt den auch nochmal irgendwie hier dran oder irgendwie noch hier was anderes anschließen. Wenn wir irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Kohle wieder in so eine Verarbeitung für Zement packen wollen oder es doch ein bisschen anders machen. So, und hier Truck Unit Module, Truck Import On, Zement, eigentlich, das ist relativ wichtig, weil ich krieg darüber ja die Kohle, also genau, und ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier auf jeden Fall noch einen zweiten von baue. Idealerweise. Über den dritten.
Also, machen wir dich da dran. Dich da dran. Schade. Warum muss das so scheiße aussehen? Hilft das, wenn ich die einen weiter runter mache? Gar nichts. Was passiert eigentlich, wenn man die... Könnte man die in so einen U-Shape Balancer zwei verschiedene Sachen reinführen? Ah, ist ja kein Sorter, ne? Scheiß erstmal was auf das Design. Hauptsache, das läuft. So, die haben noch Anschluss für einen Smokestack und ein Storage. Es geht nicht wegen dem Smokestack. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur die Arbeiter dafür. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bist genau zur richtigen Zeit da reingefahren. Five workers needed. Mit dir? Warum möchtest du denn hier? Oh, Scheiße. Dafür war die Brücke. Das ist in der Tat ein Problem. Eine Prio. Gar keine, oder was?
So, merkwürdig. Müssen wir den hinterher irgendwie abreißen? Arbeiter, wo ist unser Schiff, unser Move? Ihr müsst ja welche mitbringen, oder? Hoffentlich. Ein paar mitgebracht. So. Junger Mann, was zur Unterstützung hier? Die machen gerade eh nur Rock. Große hier? Krass. Ja, ich muss Arbeiter kaufen. Das Essen reicht dafür. Also den mal bitte priorisieren. Missing Input. Warum? Mach doch goldene. Ja. Kein Wunder. Und es wird geforscht. Geilo. Du möchtest hier hin? Nee. Da brauchst du weder was reinfüllen noch was abladen. Mining areas outside of Inward. Wie sieht denn das überhaupt hier aus? Müssen wir auf jeden Fall nochmal nachziehen. So, das ist eigentlich ein. Ne, das ist nicht drin. Eine Meldung weniger. Storage. Das darf uns nicht ausgehen. Das ist ja unsere... Oh. Oh. Hier ist gar keine Kohle mehr. Ich meine hier schon irgendwo, wo es gar nichts mehr zu meinen gibt. Ja, umso wichtiger ist eigentlich, dass der Contract hier hinten ans Laufen kommt. Da fehlen ja gerade noch rote Parts für. Jetzt will ich noch die hier wegbaggern. Aber dann stürzt mir hier alles ein. Das ist echt nicht so gut gemanagt. Bitte
mal kurz. Immer noch jede Menge Kohle. Q9. Ich muss hier in den Berg rein. Führt kein Weg dran vorbei. Ich weiß auch nicht, wie ich an das jetzt hier auf der Rampe kommen soll, weil dann fahren die nachher nach hier unten hin, buddeln von hier die Rampe kaputt und kommen nicht mehr raus. Jetzt hier aus. Dauert noch ein bisschen. Kann ich Kohle eigentlich traden? Kann ich gegen gelbe Parts. Machen wir hier mal ein Trading Dock hin. Erstmal 240 Kohle, damit wir hier nicht auslaufen, was die Power angeht. Schickt der das denn eigentlich hin? Hier hinten aber das voll. Aber das ganze Förderband ist noch leer. Das Ding fertig. Wir haben sogar hier schon mit P5 was importiert. Naja, können die zumindest schon mal Gas geben. Die Kohle schon verräumt. Jupp. Ist zumindest hier auch angekommen. Aber es reicht ja hinten und vorne nicht. Die Bevölkerung sinkt. Warum auch immer. Warum kommen keine roten Parts raus? Hab ich noch Holz? Holz habe ich noch. Oh je. Maintenance habe ich aber auch noch. Der macht weiße. Der sollte gelbe machen, hat aber keine weißen Parts. Hier ist kein Iron drin. Iron wahrscheinlich wegen der Kohle oder so. Woher kriegt er denn die weißen hier? Ich glaube bei denen. Hier leer, hier leer, hier leer. Er macht nichts. Weil er keine Slabs hat.
Prio 8. Auch gelbe. Mann. Es kann nicht sein, dass der hier still steht. Die dürfen beide nicht stillstehen. Hier gehen die jetzt mit einer 7 rein und wie werden die hier? Ja gut, der steht auf 7. Und der nicht. Wir haben schon wieder hier welche reingebracht. Ich muss davon einfach mehr machen. Ja, okay. Wir sind 35 Minuten in der Folge. Ich wollte auch mal eine etwas kürzere Folge machen. Ich lasse den Kram hier mal bauen und kümmere mich gegebenenfalls darum, dieses Teil hier oben etwas umzulegen, falls das möglich ist, das irgendwie hier höher zu legen oder so, um dann einfach noch hier ja, reinbaggern zu können, eventuell auch hier reinbaggern, so zack, zack, die ganzen Wände müssen eigentlich da alle abgerissen werden. Und dann gibt es wahrscheinlich einen fetten Erdrutsch. Ja, ich trade mir nochmal Kohle schnell. So viel Gelbe. Können ein bisschen was einkaufen. Bevor wir da irgendwie out of power werden. Bringt er 20 rein, die sind so schnell verbraucht, krass. Der füttert einen. Er füttert alle drei. Also, das Ding muss eine höhere Prio haben als der obere. Und die müssen auch irgendwann mal mit dem Förderband hier hin. Aber dafür muss, glaube ich, das Feld weichen. Brauchen wahrscheinlich viele Brücken oder irgendeinen anderen Kram. Ja. Ich wollte gerade Glas traden, aber dafür brauchen wir die roten. Shit. Wir haben keine Kohle mehr. Oh, Kacke. Dieser scheiß Splitter kostet auch Strom. Balancer. Schon auf Prio 1, aber wenn der ausfällt. Puh. Warte mal, ich habe 2700 Kohle. Wo zum Fick ist die denn? Hier ist auch keine Kohle. Ich brauche Unmengen an Kohle. Die Jungs machen auch nichts mehr. Seid ihr hier durch? In der Tat. Dann ja. 4 Stück und
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, hier stehen eine 9, wo ich noch 9 zuweisen könnte. Dann dürft ihr gerne mal. Hier mitmachen. Und hier mitmachen. Unser cooler Tree Harvester darf mal versuchen, den Kram hier abzuholzen. Ja, wird er auch machen. Alter Vater. Ich habe mehr Demand, als das hier liefern kann. Und habe schon wieder keine Kohle. Scheiße. Haben wir noch irgendwas anderes, was Steam High erzeugen kann? Biomass oder Animal Feed da reinhauen, habe ich nicht genug. Hydrogen oder Fuelgas, wie kriegen wir Hydrogen? Indem wir Wasser nehmen. Kriegen wir das, aber den haben wir noch nicht freigeschaltet. Der verbraucht das nur. Wir wären irgendwie ein Gasboiler mit Oil. Ich meine, ich habe hier ein bisschen Überschuss, was ich mal verbrenne, aber es ist nicht genug, oder? Ich glaube nicht. Okay, ja, fuck it. Ja, ich bevor ich das mache, würde ich glaube ich einmal speichern und ja, ich wollte die Folge eh einmal cutten. Ich nehme euch dann mit auf die Reise, aber ich save das vorher einmal, weil es mir gerade ziemlich brenzlig wird. Wir haben keine Kohle, Kohle brauchen viel Strom, ohne Strom geht gar nichts. Ja, Krisenmanagement Kohle. In der nächsten Folge, in der Hoffnung, dass das hier ein bisschen was bringt. Ja, bis zur nächsten Folge. Es bleibt spannend.